haben somit nur eine einmalige Ernte am Tag. Wir haben eine Unkrautunterdrückung durch die Folie und wir haben einen Wasserrückhalteschutz. Also es verdunstet weniger Wasser auf dem Feld, was dem Spargel eben zugutekommt. Die Stangen werden auf gleiche Länge geschnitten, damit sie in die Kisten passen. Später wird der Spargel gewaschen und sortiert. Und mit Musik geht alles besser. Klaus Bernd Adams alias Orgelklaus. Das ist eine Lochband- oder auch Notenbandorgel. Eigentlich Nachfolgetechnik der eigentlichen Walzenorgel. Die hat 54 Pfeifen, verteilt auf zwei Register. Rosengarten ist erst in den 1930er Jahren gegründet worden und seither stetig gewachsen. Die meisten der knapp 800 Einwohner arbeiten außerhalb. Wohl wegen der Nähe zu Worms haben hier viele Straßennamen mit den Nibelungen zu tun. Und Siegfrieds Ehefrau Kriemhild soll der Sage nach ihren Rosengarten hier gehabt haben. Viele Rosen gibt's hier tatsächlich. Doch die Verbindung nach Worms auf der anderen Rheinseite macht den Rosengärtnern zu schaffen. 23.000 Autos am Tag durchqueren den Ort. Wir warten auf das Baurecht für den Bau einer Umgehungsstraße, der die B47 dann in südlicher Richtung um den Rosengarten herumführen wird. Das ist Taekwondo. Die hier trainieren das schon jahrelang und sind sehr erfolgreich. Das Höchste waren zweimal erster Platz auf einem Turnier. Was für ein Turnier? In Hessen, glaube ich. Du warst schon Hessenmeister, gell? Und Julia war auch schon Hessenmeisterin mit dem Schwert. Der Kampfsport fasziniert sie. Halt die Bewegungen, die Techniken, dass man auch viel mehr lernt. Und es macht einfach Spaß. Maike Christmann ist Chefin über mehr als 30 Pferde. Obwohl sie selbst auch erfolgreiche Dressurreiterin ist, diese Herde gehört ihr nicht. Die Tiere sind auf ihrem Reiterhof in Pension. Die Leute kommen zu uns und stellen ihre Pferde bei uns unter. Sie bekommen eine Box und können dann jeden Tag hierher kommen und können ihre Pferde reiten. Und die Pferde werden von uns versorgt. 240 Euro kostet es monatlich, sein Pferd hier unterzubringen. Dazu kommen die Kosten für den Hufschmied, Impfungen und den Tierarzt. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten könnte das für weniger Betuchte eng werden. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, dass die Leute sich das einfach auf Dauer noch leisten können überhaupt. Maike Christmann hat ihr Pferdehobby zum Beruf machen können. Der Drehorgelklaus ist schon Rentner und widmet sich ganz seinem Hobby. Manchmal verdient er auch etwas damit, bei Hochzeits- und Geburtstagsfeiern zum Beispiel. Ich kriege ein Honorar von 50 Euro pro Stunde. Wobei man sagen muss, wenn ich für soziale Einrichtungen spiele, dann mache ich das umsonst. Diese jungen Damen gehören zum Turn- und Gymnastikverein Rosengarten. Die Formation heißt Spirit und tanzt in der höchsten Jugendliga für Jazz und Modern Dance in Hessen. Derzeit auf Platz 5. Es ist nicht nur Spargel, sondern auch Erdbeerzeit im und um den Rosengarten. Im Betrieb von Wolfgang Steg arbeiten während der Ernte 54 Mitarbeiter. Die meisten von ihnen kommen, wie für den Spargel, aus Polen. Zum Teil schon seit 20 Jahren. Die Erdbeeren aus dem Rosengarten schmecken göttlich. Und das hat einen Grund. Die werden auf Bestellung gepflückt oder auf Anfrage gepflückt, weil sie einfach keine Lagermöglichkeit haben. Man kann sie mal einen Tag im Kühlhaus fahren, aber spätestens am zweiten Tag sollten sie beim Kunden sein. Noch ist Erdbeerzeit im Rosengarten. Wer will, kann hinfahren und sie selber pflücken. Nur nicht immer bei Drehorgelmusik. Heute war das Wetter ja so, dass man es noch nicht mal schönreden kann. Um Ihr Gemüt aufzuhellen, haben wir jetzt aber was für Sie, Pfingstrosen. Sie blühen in aller Pracht in Lohfelden in einer der größten Spezialgärtnereien Deutschlands. Die lockte heute mit den Stauden die Fans der farbenfrohen Flora und da hat sogar der Regen mal Pause gemacht.
Von wegen, Pfingsten ist vorbei. Davon wollen die gleichnamigen Rosen noch nichts wissen. Sie stehen in voller Blütenpracht und ziehen Experten und Laien heute in Lohfelden bei Kassel schnell in ihren Bann. Die einen sind ganz voll, ganz gefüllt. Die anderen sind außen ganz einfach und haben innen ein wunderbares Innenleben. Und die vielen verschiedenen Farben, also es ist ein Rausch. Einmal geguckt, schon infiziert. Ja, wir haben zu Hause auch mal einen im Aldi gekauft, aber das ist ja was anderes, ne? Die Vielfalt ist größer. In der Tat, 300 Arten und gerade zehntausende Blüten. Aus ganz Deutschland reisen Interessierte zu den Pfingstrosentagen der Spezialgärtnerei. Rudi Trommer etwa ist extra 100 Kilometer gefahren, um neue Sorten zu entdecken. Ich suche jetzt nur welche aus, die auch duften. Und ich verbinde das auch so mit meiner Kindheit so und auch, dass ich von meiner Mutter dann immer jedes Jahr da einen schönen Strauß bekomme. Zwischen 10 und 100 Euro kostet so eine Staude. Von den Kaukasus bis Asien, teilweise bis nach Japan. Und man glaubt doch gar nicht, bis auf Höhen von 2000 Metern. Gärtnermeister Klose weiß als einer der größten Experten in Deutschland bestens Bescheid. Neue Pfanzen brauchen vor allem Zeit. Pfingstrosen werden eigentlich erst ab dem 3. bis 5. Jahr sehr schön und werden teilweise 100 Jahre und älter. Ich habe jetzt erst neulich eine Anfrage gehabt von einem Kunden, der hat eine Pfingstrose stehen, die seit 1890 in diesem Garten besteht. So alt? Über 120 Jahre fast. Und sie blüht noch immer. Kaufen ist ja heute keine Pflicht, aber am Ende werden die meisten Pfingstrosen-Fans fündig, auch Rudi Trommer. Vor allem Weiße, also die Weißen und die vielleicht die leicht rosafarbenen, die begeistern mich am meisten. Und dann lasse ich mir dann einige dann im Herbst schenken. Im Herbst ist nämlich Pflanzzeit. Und wer meint, die sind jetzt doch sowieso schnell verblüht? Pfingsten steht bald wieder vor der Tür. So sicher wie das nächste Ostern. Wie geht es Hessen 142 Tage nach der Wahl? Wie schlägt sich die Regierung trotz weltweiter Wirtschaftskrise? Und was kommt in Hessen von den Konjunkturpaketen an? Spitzenpolitiker aller großen Parteien stehen Rede und Antwort im Stadtgespräch am Dienstag um 22:15 Uhr im HR-Fernsehen.